Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute öffnen wir zum ersten Mal auf meinem Channel Schwert und Schild Flammende Finsternis, die Erweiterung, die heute rausgekommen ist. Ich habe mir zwar ein ganzes Display bestellt und natürlich auch die Endinalos Trainerbox. Leider ist diese oder sind diese beiden Sachen noch nicht verschickt worden, weshalb ich eben zu meinem Local Shop hingegangen bin und diese Zweierpack-Blister besorgt habe. Wir haben hier einmal Flammende Finsternis drin und einmal zusätzlich Clash der Rebellen. Das ist in jedem Zweierpack-Blister so. Ich packe das mal eben kurz aus. Wir öffnen definitiv nur Flammende Finsternis. Clash der Rebellen werde ich aufheben. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Sachen ausgepackt habe. So, ich habe die Booster endlich aus der Verpackung befreit. Wie wir hier sehen, haben wir Glurak 1, 2, 3, 4, 5 mal vertreten. Ich hoffe natürlich, dass wir den guten dann heute endlich mal ziehen. Ansonsten haben wir noch Infernopod, Olanga und Endinalos als weiteres Artwork, aber das kennt ihr ja bestimmt auch schon bereits aus anderen Videos. Ich muss sagen, am Anfang war ich noch gar nicht so sehr gehypt auf das neue Set, aber je näher der Release-Tag gerückt ist, hatte ich dann doch jetzt richtig Lust, oder habe ich jetzt richtig Lust, endlich loszulegen und die ersten Karten zu ziehen. Also steigen wir ein ins erste Booster von Flammende Finsternis. Wie gesagt, wir können hier einen Glurak ziehen, wir können aber auch zum Beispiel Monte Carlo und Gordrom, den Code für euch, als Goldkarte ziehen. Das wäre auch definitiv sehr nice. Und ich muss sagen, meine Lieblingskarte, die ich bisher gesehen habe, ist Mew V. Ich hoffe natürlich, dass ich die auf jeden Fall ziehe. Wir haben einen Frubeiler, einen Dedenne, einen Vibrava, einen Grillmack, einen Voltilam, einen Snubbull, einen Tauros, einen Micro, Gelatini und ein Electragon Non-Holo Rare. Also im ersten Pack jetzt noch nicht wirklich was gezogen, aber es folgen ja noch viele, viele andere Openings zu Flammende Finsternis auf meinem Kanal und ich hoffe, ihr seid bei jedem Opening dabei. Ich habe zum Beispiel ein ganzes Display bestellt und auch natürlich die Trainerbox. Die werden wir hier dann auch alle zusammenziehen. Wieder den Code, kleinen Moment, so. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Sachen wir in diesem Set zusammenbekommen. Vertraute Glocke, Kampfhandschuhe, Klick-Klack, ein Fatality, ein Laukaps, ein Meltan, ein Gastella, Hililu, Visenio und ein Swarovski. Das war jetzt ehrlich gesagt auch noch kein richtiger Hit. Ich hoffe, wir starten nicht allzu schlecht in das neue Set. Also, ich muss sagen, ich habe hier 10 Booster vor mir liegen gehabt. Vor mir liegen noch einige. Und ich würde sagen, so 2 Hits hätte ich auf jeden Fall sehr gerne. Wieder den Code. Viel Spaß damit. Und Psychoenergie. Rose Power. Ein Frubeiler. Dedenne. Tauros. Dicta, ein Raffel, ein Schnuthelm, ein Sodamak, ein Ariados und ein Schlaraffel. So, jetzt könnte das Set aber endlich mal gönnen. Komm schon. Eine V-Karte, eine V-Max. Gönn. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch heute schon die ersten Booster, Displays, Trainerboxen gegönnt habt und wenn ja, was ihr so gezogen habt, würde mich definitiv freuen, wenn wir uns darüber austauschen könnten. Wir haben hier einen Frubbel, einen Dummisel, Fritzelblitz, Galapantimos, ein Slimer, ein Tauros und ein Silvaro Holo. Hashtag immerhin eine Holo, ne? Ihr kennt's, Leute. Zumindest auf jeden Fall der erste, naja, Hit kann man ja nicht sagen. Also ich sehe Holos jetzt nicht wirklich als Hit an. Ich hoffe, da kommt definitiv noch ein bisschen was. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal sagen, ob ihr gehypt gewesen seid auf das Set und wie ihr die Karten vom Artwork her findet. Welches eure Lieblingskarte ist, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir haben einen Mortipod, ein Sonfell, ein Kabu, Gelatini, Molimorba, Kleptifox, Schnuthelm, Lavita, Golgantis und ein Granbull.
Also, so langsam bekomme ich ein bisschen Angst, dass ich hier mit den Boostern aus diesen Zweierpackblistern einen Griff ins Klo gemacht habe. Jetzt aber mal. Oh, ich glaube, ich habe schon was gesehen. Zu früh aufgeregt. Ursaring, Rose Tower, ein Krillcheater, ein Slimer, ein Klick, Eneko, Vegimak, Golbit, ein Weberak und wir haben Donarion V. Sehr schön. Die werde ich auf jeden Fall nach dem Opening auch direkt mal einsleeven. Jetzt auf der Matte sind sie ja noch relativ gut geschützt. Also keine Sorge, sie kommen in Folien. So, wieder der Code. Und wir haben eine Unlichtenergie. Ein Arboretos, ein Wirrscheinwald, Stolrak, Pritzelblitz, Galapantimos, Slime, Klick, Eneko, Venufliebes und ein Schlaraffel. Also langsam wiederholen sich auch schon die Karten. Obwohl es insgesamt ja 189 Common-Karten und natürlich die Secret Rares und sowas gibt. Wieder der Code. Viel Spaß. Und schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr gezogen habt, wenn ihr die Codes eingegeben habt. Wir haben eine Versteckenergie, Parasect, ein Acrostella, Golbit, Eneko, Kapuno, ein Pummeluff, Dummisel, Swarovski ist in der Reverse und ein Voltenso. So, zwei Booster haben wir noch. Also ein Hit hätte ich wie gesagt noch gerne. Ich habe vorhin zwei getrollt. Wäre schön, wenn noch einer dabei wäre. Ansonsten muss ich mich wirklich auf das Display freuen. Oh, Leute, ich will es euch nicht vorenthalten. Erst noch den Code. Und dann bin ich ja mal gespannt. Das ist, glaube ich, meine erste Goldkarte, die ich überhaupt ziehe. Schauen wir mal. Gelatropo, Klick-Klack, Hypnomorba, Galapantimos, Slime, Klick, Eneko, Vegimak, ein Kupfanti in der Reverse und Turbopflaster. Das ist auch eine schöne Goldkarte. Die glitzert auch richtig gut. Die gefällt mir. So, Last Pack Magic. Haben wir noch einen Hit? Auf jeden Fall muss ich sagen, im Nachhinein kann man sich jetzt dann doch nicht beschweren. Zwei Hits hatte ich ja gecallt. Und mit dem Turbopflaster als Goldkarte bin ich definitiv sehr zufrieden. Wir haben ein Vati, ein Venufliebes, Umhang der Stärke, Panzer Aeron, ein Petsneef, ein Reißlaus, Skoppel, Toxel, ein Micro in der Reverse und Galaflunschlick V in der Full Art Variante. Die ist auch richtig schön. Ich glaube, das kommt auf der Kamera gar nicht so gut rüber, aber die Farben und das Artwork sehr, sehr geil. So, Leute. Wir haben auf jeden Fall eine Holo, Galaflunschlick V, Donarion V und Trainer Goldkarte. Also, doch eine relativ gute Ausbeute aus den 10 Boostern. Und ja, ich freue mich auf die kommenden Openings. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.